Eines der schon damals übersetzten Werke ist zu einem Klassiker der Weltliteratur geworden. Tausend und eine Nacht. Ob fliegende Teppiche, ein zauberhafter Flaschengeist, 40 Räuber oder ein schier unbezwingbarer, starker Seefahrer. Fast überall auf der Welt sind die Märchen aus Tausend und einer Nacht bekannt. Sie lassen uns bis heute träumen und begehren. Es freut mich, Sie, sehr geehrte Frau Professorin Ott, heute hier begrüßen zu dürfen. Lassen Sie uns gemeinsam eintauchen in eine Traumwelt voller Mystik, in eine Liebesgeschichte am Tigris, einen Fluss, der seinen Ursprung im Osten der Türkei hat und über den Irak in den Persischen Golf mündet. Erlauben Sie mir an dieser Stelle kurz die Bedeutung der Arbeit von Übersetzerinnen und Übersetzern hervorzuheben. Worte zu übersetzen, ohne ein Gefühl von der Kultur, von den Gegebenheiten vor Ort zu haben, schafft lediglich leere Worthülsen. Zu wissen, was die Menschen fühlen, zu wissen, wie die Menschen denken, zu wissen, was die Menschen bewegt, das ist der Kern einer jeden guten Übersetzung. Erst dank dieser wertvollen Arbeit, die für uns nahezu verborgen, ja unsichtbar ist, wird aus Geschichten am Tigris, in der Wüste oder an anderen geheimnisvollen Orten Literatur. ذكروا والله أعلم بغيبه وأحكم فيما مضى وتقدم وسلف من أحاديث الأمم أنه كان في قديم الزمان في ملك بني ساسان في جزائر الهند والصين الصين ملكين أخوين الكبير يقال له شهريار والصغير يقال له شاه زمان Man hat erzählt, doch Gott allein kennt das Verborgene und nur er weiß, was einst wirklich geschah in den längst vergangenen Geschichten der Völker, dass es in alter Zeit, als noch die Könige der Sassaniden herrschten, im Inselreich von Indien und China zwei Könige gab. Sie waren Brüder. Der Ältere hieß Schahriar, der Jüngere Schahzaman. Schahriar, der Ältere der beiden, war ein gewaltiger Ritter und ein kühner Held, an dessen Feuer man sich besser nicht zum Wärmen setzte, dessen Kriegstrommel niemals verstummte und der auf keine Blutrache verzichtete. Er herrschte über die entferntesten Länder und über alle Menschen. Die Länder waren ihm ergeben und seine Untertanen ihm gehorsam. Seinem Bruder, Schahzaman, gab er das Land von Samarkand als Königreich und setzte ihn dort zum Sultan ein. Während jener dort lebte, blieb er in Indien und China wohnen. Das ging so 10 Jahre lang. Dann ergriff den König Sehnsucht nach seinem Bruder, dem jüngeren König. Er schickte ihm seinen Wesir. Der Wesir aber hatte 2 Töchter. Schahrasad hieß die eine, Dinarasad die andere. Und ließ ihm ausrichten, er möchte sich auf den Weg machen und zu ihm kommen. Ich habe heute Morgen in den letzten Tagen in meinem Büro gesessen und habe mir Fragen überlegt für heute. Ich habe gerade während des Anfangs oder während des ersten Teils gemerkt, dass viele der Fragen, glaube ich, gar nicht so passend sind. Sie waren vielleicht ein bisschen wissenschaftlich, ein bisschen akademisch. Wie kommt man oder wie sind Sie dazu gekommen, Frau Ott, sich mit Tausend einer Nacht zu beschäftigen oder überhaupt Arabistik zu studieren? Das ist, glaube ich, eine Besonderheit. Ja, es ist tatsächlich ein Studium, was nicht alltäglich ist. Bei mir hat es einen biografischen Hintergrund gehabt. Ich war nach dem Abitur mit 18 Jahren in Jerusalem für längere Zeit, habe eine Freundin dort besucht und dort habe ich plötzlich so eine Faszination
was die arabischen Schriftzeichen und die Sprache angeht, gespürt und bin dann einfach dort geblieben und habe 5 Semester Arabistik studiert in Jerusalem und danach bin ich weiter in Deutschland auch bei diesem Fach geblieben, obwohl es, man musste dann schon recht stark sein, um dieses Orchideenfach auch durchzuhalten. Und ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich es nicht aufgegeben habe, denn sonst säße ich jetzt nicht hier. Also eine ganz persönliche Entscheidung aus dem eigenen Erleben. Aus Interesse und ohne irgendwelche berufliche Aussicht, denn das hat man bei solchen Orchideenfächern ja nie, also ein direktes berufliches Ziel. Genau, und was die zweite Frage betrifft, wie ich zu 1001 Nacht gekommen bin, das ist andersrum gegangen. Das Werk ist zu mir gekommen. Ich habe tatsächlich das Riesenglück gehabt, dass ich gesucht wurde und gefunden von einer Art Headhunter, der gerade eine ganz tolle Idee hatte. Und zwar, vielleicht kennt der eine oder die andere von Ihnen den Namen von Antoine Galland. Das ist ein französischer Übersetzer gewesen, der hat im Jahre 1704 zum allerersten Mal die 1001 Nacht, damals in einer französischen Fassung, weltbekannt gemacht. Die französische Literatur hat sich praktisch, also die kann man in eine Zeit vor der französischen 1001 Nacht Übersetzung und danach einteilen. So stark hat das Werk gewirkt. Und die zugrunde liegende Handschrift, die dieser französische Übersetzer übersetzt hat, die ist aber nie ins Deutsche übersetzt worden. Nie, die ganzen 300 Jahre nicht. Sondern es wurde immer nur die französische Übersetzung weiter übersetzt. Oder es wurden dann jüngere arabische Fassungen, die Druckfassungen, ins Deutsche übersetzt. Diese zwei deutschen Übersetzungen gab es bislang. Und da hatte der Verlag C.H. Beck, für den ich arbeite, die Idee, doch einmal, und zwar zum 300-jährigen Jubiläum dieser ersten französischen Übersetzung, das Manuskript, mit dem alles begann, ins Deutsche zu übersetzen. Aber ich war vor allem gerade frei, ich war frisch promoviert, ich hatte keine Stelle und kein Geld. Und das war genau praktisch. Denn da kam natürlich dieser Auftrag genau richtig. Und ich war damals gerade in Kairo, und zwar zum Studium der Flöte. Das hatte ich auch schon lange vorgehabt. Ich wollte unbedingt Musik studieren und war dann nach meiner Promotion nach Kairo gegangen. Und wie ich in Kairo war, kam dieser erste Auftrag. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Wink des Schicksals, das mache ich. Und seitdem hat sich mein Leben völlig geändert. Ich bin auch nicht mehr zurückgegangen dann in die akademische Karriere oder nur noch sporadisch, aber habe dann irgendwo mich nach und nach selbstständig gemacht und bin jetzt seit über 20 Jahren eben freiberuflich als Übersetzerin für diese 1001 Nacht-Reihe. Man braucht viel mehr Verständnis für die Kultur, für den Wissenstransfer von Orient nach Okzident. Vielleicht können Sie zu den Schwierigkeiten der Übersetzung noch ein bisschen was sagen. Ja, Sie haben ganz recht. Es geht in dem Fall ja nicht nur um eine Vermittlung zwischen Sprachen, sondern auch zwischen Zeiten. Sie haben ja vorher schon angedeutet gehört, das Werk Die 1001 Nacht ist im Kern, also in dieser Rahmengeschichte, fast 2000 Jahre alt. Und es sind auch Welten dazwischen. Sie haben ja gemerkt, da passieren ja Dinge, die sind überhaupt nicht irgendwie politisch korrekt oder man kann die gar nicht sozusagen ertragen. Und trotzdem stehen sie da, sie sind Weltliteratur und sie können und dürfen auch nicht wegübersetzt werden, nach meiner Auffassung. Und das ist einfach ein großes Monument der Weltliteratur, das irgendwo seine eigene Geschichte hat und die man jetzt sozusagen ganz behutsam in unsere Zeit vermitteln muss. Das ist auch ein großer, das ist eine sehr große Herausforderung. Also sowohl die Sprache, die Religion, die Kultur, die ganze Zeit zu überbrücken zwischen dem Entstehung des Werks und der Handschrift und der heutigen Literatur. Und dann auch noch so ein paar typische Dinge. Sie werden es gleich, obwohl die Geschichte, die ich Ihnen jetzt vorlese, die ist sogar noch gar nicht mal insofern typisch, als dass sie viele Gedichte enthalten würde. Aber in diesem Buch, das ich Ihnen jetzt sehr empfehlen kann, aus dem hören Sie gleich ein Stückchen einer Geschichte, das steckt voller wunderschöner Liebesgedichte. Zum Teil hat man das Gefühl, diese Geschichten sind überhaupt nur geschrieben worden, um diese tollen Gedichte ein bisschen einzubetten und zu erklären. Und das ist auch was eine besondere Herausforderung war beim Übersetzen, weil wir das im Deutschen nicht gewohnt sind, dass bei einer Geschichte, die eigentlich einen Handlungsgang hat,
plötzlich das Gedicht im Vordergrund steht und nicht nur so eine kleine Illustration ist, sondern dass man plötzlich merkt, Moment, es geht eigentlich um die Gedichte. Und das ist auch etwas, was ein ganz neues literarisches Genre praktisch für die deutsche Leserschaft sozusagen bildet und wo man die Leser erst vorsichtig ranführen muss, damit sie auch verstehen, warum die Gedichte so wichtig sind. Die sind nämlich so wichtig wie bei uns die Arien in einer Oper. Würde doch bei uns auch keiner in die Oper gehen und sagen, blöde Arie, da passiert ja nichts. Ja, da geht ja die Handlung nicht vorwärts. Nein, die Leute gehen ja wegen der Arien in die Oper. Und so sind die wegen der Gedichte zu Tausend eine Nacht gegangen. Zumindest wenn es eine Liebesgeschichte war. Dann mussten da die Gedichte rein, sonst ist es keine richtige Liebesgeschichte. Und das ist auch noch so eine genremäßige Herausforderung, die das Werk auch für manche vielleicht ein bisschen fremd macht. Aber das Fremde ist ja gerade das Schöne. Wir haben vorhin zusammen aufgebaut. Also Sie sehen die Flöten, wir haben sie auch schon gehört, sehr, sehr schön. Und Sie sehen die wunderschönen Kalligrafien hinter uns. Ich glaube, das ist auch nicht einfach nur wahllos ausgesucht als Deko, das hat viel, viel mehr Bedeutung für Sie. Also wir haben gerade schon gehört, die Flöten stammen aus Bagdad. Die sind gerade, glaube ich, frisch eingetroffen. Gerade vielleicht in Wesel aus Bagdad angekommen, so ein Gefühl. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen. Ja, gerne. Also dieses Instrument, was ich spiele, das ist eigentlich eines der schlichtesten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich nehme jetzt gerade mal tatsächlich eines von den Instrumenten, die hier gerade aus Bagdad zugetragen wurden. Das ist ein Stückchen Schilfrohr. Also gar nicht Bambus, sondern Schilf. Wirklich so ein Schilf, wie es bei uns an den Flüssen auch wächst. Normalerweise wächst das, ich weiß jetzt gar nicht, woher dieser Leihbauer seine Schilf hat, aber mein Leihbauer aus Kairo hat es immer aus dem Nil, vom Nil. Ufer. Und da steht das Schilf, da steht die Flöte so rum im Schilf, als Schilfrohr. Und da steht die und schwankt und ist an Schilf, schilft da so vor sich hin. Und dann kommt der Flötenbauer und hackt sie, weil er ja eine Flöte draus machen will. Zack, ist das Rohr natürlich tot und ärgert sich. Warum kann ich nicht weiterleben? Es war doch eigentlich ein lebendiges Gras. Und dieses Abgeschnittenwerden ist die Tragik des Schilfrohrs. Und nun, wenn es jetzt gebohrt wird und wenn der Flötenbauer das sozusagen wieder zu einem neuen Leben erweckt, dann ist das Erste, was das Schilfrohr sagt, ich bin ja so traurig, dass ich nicht mehr leben darf. Und deswegen sind diese Töne so traurig, weil es ständig eigentlich seinem vollkommenen Urzustand wieder hinterher trauert. Und die islamischen Philosophen und auch Mystiker, die haben wunderbare Gedichte darüber geschrieben, dass das eigentlich ein Bild für die menschliche Seele ist, dass der Mensch, und zwar durch die Geburt, abgeschnitten wurde von der Vereinigung mit dem Schöpfer, und kaum ist er im Leben und fängt an, als Kind zu schreien oder später andere Äußerungen im Leben zu machen, sind es eigentlich immer Äußerungen der Sehnsucht nach einem vollkommenen Urzustand. Also ich will wieder sozusagen eins werden mit dem Schöpfer, mit der Natur, mit Gott, mit der Idee, wie man es auch immer nennen will. Je nachdem, wie man das mit der Religion einbettet. Die islamischen Mystiker waren da auch völlig frei, die sind voll, also die haben den sogenannten Pantheismus vertreten, für die steckte Gott in jedem Schilfrohr drin. Und die haben eben die Flöte damit ganz, ganz stark verbunden, mit dieser Idee des Abgeschnittenseins und wieder verbunden Fühlens. Und deswegen ist denen die Flöte so unheimlich wichtig. Das ist zum Thema Flöte. Und das andere zum Thema Kalligrafien. Sie sehen hier vier verschiedene arabische Kalligrafien mit den vier Motiven der vier großen Liebesromane im Buch der Liebe. Also dieses Buch, das ist jetzt mein neuer Band, es enthält vier große Liebesromane. Von einem hören Sie gleich ein Stückchen. Und jeder von diesen Romanen hat ein bestimmtes Hauptmotiv. Und mein toller Kalligraf aus Kairo hat jetzt aus den ältesten Handschriften, die ich übersetzt habe, den Wortlaut genommen und hat den geschrieben in das Motiv der Geschichte rein. Heute lese ich was mit der Palme, deswegen haben Sie auch die Palme auf Ihrem Abendprogramm. Da steht wirklich, jedes einzelne Gräschen ist ein Buchstabe. Und zusammengenommen steht da ein kleines Stück, was ich Ihnen heute auch vorlese, aus der Liebesgeschichte von Ibrahim und Jamila. Steht hier geschrieben. Und das ist hier im Buch, also wir haben auch natürlich alle vier Kalligrafien sind im Buch sozusagen exklusiv hier auch publiziert. Und da steht dann hier hinten auch immer, also hier ist die Palme,
zu sehen. Und auf der Rückseite von der Kalligraphie steht immer genau die Übersetzung von der Stelle, die in der Kalligraphie geschrieben steht. Und wenn Sie so ein bisschen Arabisch lesen oder Sie auch mal noch, dann steht hinten drin auch nochmal der arabische Wortlaut, weil ich bin ja auch Philologin und so und will das auch alles schön ordentlich dokumentieren. Also wenn Sie Arabisch lesen, dann können Sie auch gleich hinten den arabischen Wortlaut nachlesen und mal gucken, ob Sie die Buchstaben da finden. Ein einziges Gedicht werde ich Ihnen noch sagen, damit Sie wenigstens eins hatten. Das ist das Gedicht, was bei dem Liebespaar aufgeschrieben ist. Das ist nämlich, das ganze Liebespaar besteht aus einem Gedicht. Es ist das Gedicht. Alles das steht nur, alles das steht in diesem Liebespaar drin. Und das heißt auf Deutsch, vereint sein mit dir, das ist wie frisches Basilikum. Getrennt sein wie Tod, du bist mein Wunsch und mein Willen, mein Dauergedanke und das Ziel meiner Grübelei und nur deine Nähe kann die Sehnsucht mir stillen. Auch wenn dich das auch nicht sieht, im Herz bist du immer da. Entblößt mich das Schicksal, so wirst du mich verhüllen. Das ist das Schicksal, das ist das Gedicht, was hier abgeht. Das ist auch mein Schicksal, dass ich diese ganzen Texte immer übersetzen muss. Aber Sie haben vielleicht gehört, dass ich versuche, auch als Musikerin natürlich, den Gedichten denselben Rhythmus zu geben wie im Arabischen. Wisalu karaykani wahashu kafatili, vereint sein mit dir, das ist wie frisches Basilikum. Also es sind immer dieselben Silben bei mir und dieselbe Betonung wie im Arabischen. Im Arabischen gibt es 16 Versmaße, die stehen dann immer in der Übersetzung auch drüber und hinten stehen sie auch alle zum Nachschlagen nochmal zum Aufschlüssel. Wenn jemand von Ihnen gerne Musik, also musikalisch ist oder gerne Musik hört, dann kann man das dann auch nochmal ein bisschen nachlesen. Aber es ist hauptsächlich, sind das eben wunderschöne Liebesgedichte und da ist eben auch eines davon. Genau. Das dritte ist ein Drache, das ist ein ganz schlimmer, gefährlicher Drache, der schnappt eine Braut kurz vor der Vereinigung mit dem Bräutigam, eben auch wieder mit der Hochzeit, wieder mit dem Ifrit, zack, schnappt der Drache die Braut und durch die Luft entführt er sie und dann bis in die Unterwelt. Und da muss der arme Bräutigam bis in die Unterwelt, um diese Braut wieder zurückzuholen. Das ist auch eine interessante Geschichte, total interessante, schöne Geschichte mit vielen, vielen Gedichten, diese Geschichte. Und das vierte ist ein Vogel, der schnappt sich auch was. Das ist keine Glühbirne mehr, da ist ein bisschen komisches Glück. Aber das soll ein kleines Täschchen sein, in dem ein Amulettstein steckt. Und das ist auch so, ach, einer ist ja so wahnsinnig verliebt und er hat nun endlich seine Liebste gekriegt nach langen Entbehrungen und wirklich aufregenden Abenteuern und der ist super also heiß verliebt und der findet sie eines Nachts oder eines Mittagsschlafs und so, sieht, wie sie da fast nackt im Zelt liegt und so und dann macht er sich über ihre Hose her und fängt an, da sie zu entkleiden und am Hosenband fällt ihm plötzlich so ein Steinchen auf den. Was hängt denn dabei, der am Hosenband, gell? Das will ich mir mal genau anschauen. Und schaut, geht vor das Zelt und guckt sich diesen Amulettstein an, der hat so geheimnisvolle Namen drauf. Und wieder so guckt, kommt der Vogel und schnappt den Stein und fliegt mit dem Stein davon. Das ist natürlich peinlich. Wie kann das? Das ist natürlich super peinlich. Jetzt rennt er dem Vogel hinterher. Und der Vogel hört aber nicht auf zu fliegen. Der rennt tagelang diesem Vogel hinterher. Und die arme Braut liegt da, gell, und denkt, wo ist denn mein Mann und so weiter und wo ist mein Stein? Also, oh. Und das ist eine super, 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 super spannende Geschichte. Das ist die erste im Buch der Liebe. Also alles vier fantastische Geschichten, die Sie garantiert noch nie gelesen haben. Und da eben diese schönen Kalligrafien dazu. Ja, ich glaube, das Publikum brennt dann auf die Liebesgeschichte jetzt zu hören. Nur eine und nur ein Stückchen. Ja. Gut. Also ich nutze die Gelegenheit mal, mich zu bedanken bei Ihnen vor Ort. Das ist wirklich fantastisch, dass das geklappt hat, dass Sie hier gewesen sind. Ich glaube, ein großer Gewinn für unser Kulturangebot hier. Wirklich toll. Vielen Dank. Es wird erzählt, dass Al-Khasib, der Herrscher von Ägypten, einen Sohn hatte, der so schön war wie kein zweiter. Aus Sorge um ihn erlaubte er ihm niemals auszugehen. Nur einmal in der Woche, am Freitag, durfte er zum Gebet hinaus und kam auch gleich wieder zurück, wobei ihn Wächter und Bedienstete begleiteten. Eines Tages ging der Sohn aus dem Haus